Ja, die fliegen jetzt mit dem Mohawk weg. Voller und mit ihrem Ifrit. Sobald die Geißel sind. In Sicherheit. Geißel ist weg. Ihr könnt schießen. Die Geißel ist in Sicherheit und die ziehen alle ab. Versucht den Mohawk zu disablen. Den Ifrit müssen die Strider sich um den Ifrit kümmern. Der Mohawk fliegt weg. Ifrit war auf der Hauptstraße. Ja, jetzt müssen sich die Strider drum kümmern. Ja. Also einer hat sich raus. Mohawk. Ich glaube, hab ich den Mohawk rausgeschossen? Nein, das durch. Okay. Ist der Mohawk? Liegt über Flugfeld grad. Scheiße. Wir hätten schon früher zugreifen müssen. Die Geißel hat mitgespielt, die ist einfach zu ihrem Wagen gegangen, das war dumm. Du hättest den nächsten Mal Fester mitnehmen müssen. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht, wo sie nicht mitkam. Die hat dazugehört. So, wo ist der Ifrit hin? Ja, der ist auf der Hauptstraße weit gefahren. Wir hätten die Hauptstraße auch mit Nagelbändern zupflastern müssen. Hat auch keiner dran gedacht, oder? Nein. Das ist die Geißel in Sicherheit? Ja. Ja, die Geißel ist in Sicherheit, aber... Die können ja stürmen, oder nicht? Wie, die sind weg? Brauchst du nicht alle weg. Hä? Muss mal gucken, ist kein Medic da, oder? Weil einen habe ich erschossen auf dem Hof. Nein. Da habe ich auch die raus erschossen. Wie sind denn so schnell weg? Mit dem Mohawk und mit dem Ifrit. Während die Geisel noch weggerannt ist, weil die in die nicht mit dem Kopf mit ist. Wow. Die sind gut organisiert. Aber ja, aber gut, den Ifrit, wie hätte man den nicht anhalten können? Ich hab drauf geschossen, aber ich starte jetzt einen Heli mit, warte. Killkiller. Wo ist denn Kral? Weiß ich gar nicht. Der Heli kreist hier noch. Kral ist bei Luftüberwachung. Okay, ich hab der Geisel das eben nochmal gesagt, dass das ein bisschen blöd von der war. Ein bisschen blöd? Also bitte. Ja, das ist sie müssen. Ja, nächstes Mal sag ich, werde ich sie fesseln einfach und mitnehmen. Danke für eure Kooperation. Hallo, danke für eure Kooperation. Das mit dem Verwundeten nehmen wir ihnen übel. Von wem? Na, Sorex. Ja. Sorex ist der Sprachführer von denen. Okay. Die haben es aber gut gemacht. Weil sie sind vielleicht... Ich fahre mal den Flughafen ab, ich denke mal, die sind vielleicht zum Hangar runter, wegen den anderen. 13. Return to formation. Sammelt mich jemand auf, ich laufe gerade zur Hauptstraße. Ich komme auch dahin. Ich hab was auf dem Radar. Ah, wir hätten die Fahrzeuge als erstes disablen sollen. Ja, aber das Problem ist, wenn wir die disablen, dann sehen sie das auch als Kampfhandlung. Ja, ich meine, wenn die Geisel in Sicherheit gewesen wäre, dann disablen. Ja, wir haben ja direkt dann angefangen, drauf zu schießen. Ach so, ja, weil ich nur gehört habe, ihr habt die Leute beschossen dann. Nee, die Leute waren ja draußen. Richtig, wir haben mal versucht, auf den Heli zu schießen, deswegen ist auch einer aus dem Heli rausgefallen. Wo sind denn Jano und so? Da hinten. Wir stehen oben. Ja, wir sind gerade an. Also, ne, ich hab Daniel drin, ne? Ja. Ich hab einen Ifrit. Ich hab den Ifrit. Wo ist er? Den. Guck bitte auf die Map. Warte. Wir sind da bei der Goldmine. Okay. Boah, okay. Ich feuer auf Fuelkiller ab. Ja. Das sind da GC, das Gary, GC Sorix, Tobi und Pilotwing. Sobald unser Strider da ist, fahren wir sofort Richtung. Ich hab abgeschossen. Alle Einsatzkräfte Richtung Goldmine bei südlich vom Airfield. Die sind jetzt unten bei dem einen Airfield da. Fahrer, einer mal bitte von euch fahren. Okay. Weil ich bin nämlich ein extrem beschissener Fahrer. Da Ifrit steht. Nehmt das weiter. Beschuss auf mich. Du hattest kein EMP dabei? Doch, der hat die doch. Nein, Fuelkiller.
Naja, bei Goldmine oder Goldschmied? Unter Richtung Goldmine. Richtung Goldmine und Rebellengebiet. Die versuchen sich ins Rebellengebiet, den Flughafen, beim Rebellengebiet zu flüchten. Flughafen. Der Restart, der jetzt dann kommt, ist unpassend. Naja, aber... Damit müssen die und wir immer klarkommen, also. Ja, wir können die nicht immer aus- und anschalten, wie es zu uns passt. Auch wenn es schön wäre manchmal. Ich würde den gern schon noch so ein Ding von Latz klaren. Da reicht auch schon mit Überfried jetzt gerade, wenn er getroffen hat. Ja. Weiß er. Was denn? Panne? Genau. Ja, aber der hat die ganze Zeit schon einen Abtest weiter. Das schaffen wir eh nicht mehr. Noch 6 Kilometer knapp. Ich geb's trotzdem nicht auf. Ja, ja, natürlich. Dann halte ich ein bisschen vom von dem Ort fern da. Ja, ich bin jetzt bin wir sind bei dem Hangar, der Fritz steht beim Hangar. Ist jetzt, ich bin 900. Der Fritz fährt wieder. Kommt auf mich zu, fuck. Komisch. Die haben einen neuen ausgefahren. Hm? Nee, da unten ist keine Garage. Nicht? Aha. Der Fuel Killer macht nur in die Reserve. Und bei den Fahrzeugen hilft ein Fuel Killer wenig. Ich verfolge jetzt trotzdem. Fuel Killer bei Fahrzeugen? Ja, die funktionieren bei uns auch auf die Fahrzeuge auf unserem Server, aber. Ja. Die helfen halt. Also, ich wurde mal von einem getroffen und danach war Ende im Gelände. Dann war es ein EMP. Ey, der ganze Tank war komplett leer, man, so meinte ich das. Okay. Feuer nochmal auf die Bahn in das TVP-Gebiet. Ich wiederhole, der Ifrit fährt ins TVP-Gebiet. Soll ich den verfolgen? Ja. Dann versuchst du abzudrängen von der Straße zwischen den zwei farbigen Balken. Wir sind jetzt schon beim zweifarbigen Balken vorbei. Ich habe jetzt nochmal 4 Killer abgeschossen. EMP hast du keine dabei, gell? Nö, leider. Scheiße. Weil EMP macht so platt, dass sie nicht mehr wegkommt. Schieß noch nicht. Wieso so eine Scheiße immer hinter einem Gebüsch? Die sind jetzt in einem Gebäude. Hm. Bitte auf der Karte markieren. Jo. Schießen auf den Heli. Hm. Oh, der einer hat getrennt. Ja, aber das sind die, die nicht dabei zu den Ifrit-Fahrern gehören. Davor hat auch der Hubschrauberpilot schon getrennt. Die sink oder? Ja. Nein. Doch. Wir sind ausgestiegen. Der Ifrit, glaube ich, fährt weiter. Ja, Ifrit fährt weiter. Na gut. Dann war's das. Na, die sind sowieso jetzt schon im PvP-Gebiet. Lieutenant Miller fliegt da noch rum. Ja. Hm. User left your channel. Willst du Ifrit immer noch anfahren? Ja. Obwohl ich jetzt dreimal Fuel Killer drauf gemacht habe. Ja, der Fuel Killer macht nur in die Reserve und
Ja. Das war's. Ja, war's eh. Aber ich muss wirklich sagen, Respekt.